Günstige und vor allem auch sichere FIFA-Coins kriegt ihr bei golda.com mit dem Code in der Beschreibung. Kriegt ihr nochmal einen Rabatt. Viel Spaß beim Video. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf Noed Gaming und willkommen im November 2016. Das hat jetzt auch in FIFA Ultimate Team angefangen und es gibt momentan diese Movember-Karten zu ziehen. Wer nicht weiß, was der Movember ist, der kann es gerne mal im Internet nachgucken. Grob gesagt heißt es, dass Männer sich in diesem Monat nicht rasieren sollen. Und es werden Spenden gesammelt, die, glaube ich, soweit ich weiß, gegen die Krebsforschung helfen. Wie man sieht, habe ich auch schon mitgemacht oder mach jetzt mit. Ich glaube, falls ich mitmachen sollte, dann sehe ich am Ende des Monats ungefähr so aus. Richtig. Genau gleich. Aber da es jetzt diese geilen Karten gibt, habe ich mir gedacht, machen wir, weil ihr auch gerne Footdrafts guckt, ein Movember Footdraft. Das heißt, immer wenn eine Movember-Karte kommt, werden wir die Movember-Karte nehmen. Und wenn keine kommt, werden wir den Spieler mit dem von mir, meiner Meinung nach, besten Bart auswählen. Wenn euch diese Idee gefällt, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, smasht gerne den Like-Button. 2000 Likes von heute über. Knocken. Nein, Spaß. Zwei Likes reichen mir eigentlich auch. Wenn ihr noch günstige Coins etc. sucht, der Link zu Golda inklusive einem Rabattcode ist in der Beschreibung. Und dann geht es jetzt los. Wir gehen ins Draft. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, wir kommen auch weit. Und ich hoffe mal, dass nicht jeder wieder immer noch nach einem Tor quittet. Weil, das hatte ich gerade auch. Und ja, so habe ich quasi ganz einfach das Draft gewonnen, weil jeder nach einer 1-0-Führung gequittet ist. Wir werden am Ende diese drei Packs dazu auch noch öffnen. Also es gibt am Ende des Videos auch noch ein fettes Pack-Opening. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir nehmen 15.000 Coins und werden hoffentlich ein geiles Draft zusammenstellen mit 4-2-3-1. Naja, nicht so meins. Boah, die Formationen sind alle absoluto scheiße. Wir nehmen 4-2-3-1 mit. Wir haben keine Flügelformation somit. Aber vielleicht kriegen wir... Oh, ja! Yes! Yes! Yes, wir kriegen Movember Card Ibrahimovic und alle Movember Karten haben nur ein Upgrade. Ich glaube von 5 Physical, falls ich mich nicht irre. Und somit haben wir hier den ersten. Das Prinzip wäre jetzt quasi, wäre das kein Movember Ibrahimovic. Würden wir ganz klar Costa mitnehmen, weil er denselben Bart hat. Aber wir haben natürlich Ibra Bloody Himovic. Und dann werden wir ihn natürlich als Movember Karte hier mit reinnehmen. Und jetzt hat Isco. Also ich meine, die haben schon alle einen schönen Bart. Den wahrscheinlich saubersten Bart hat Valero. Da wächst er schön sauber. Aber Iscos Bart gefällt mir auch echt gut. Und der hat ein bisschen dickeren, flauschigeren Bart. Den werden wir mitnehmen. Den machen wir hier ins Team rein. Und direkt der nächste Offensivspieler zu den Jungs. Danny, schöner. Oh, Thaddäus Tentakel hat auch einen interessanten Bart. Jetzt, das ist natürlich... Danny hat auch einen nicht so schlechten Bart. Muss man auch sagen. Aber Garcia, ja, der hat ein bisschen einen volleren Bart. Und Vasquez hat auch so einen richtig gepflegten Bart, so richtig Playboy-Bart. Aber wir nehmen mal Garcia mit, komm. Der hat einfach so einen vollen Bart. Bevor wir den da spielen lassen, da wird schon ein Wunder passieren. Und jetzt noch mal eine starke Auswahl. Keiner hat hier einen Bart. Wir haben Silva. Die hat hier, bevor Kevin De Bruyne einen Bart trägt, da muss schon sonst was passieren, glaube ich. Wahrscheinlich wächst dem nicht mal einer. Genauso wie mir. Wir werden Silber mitnehmen, 87er ZOM. Wow, der linkt hier. Ibra ist ja Premier League. Da habe ich ja verdammt gar nicht dran gedacht. Und ja, oh, der Rossi. Oh, Alter. Ja, pure class hier. Xabi Alonso hat einen richtigen Gentleman-Bart. Diarra hat so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Isis-Bart, aber schon fast, ne? Also, naja, nicht ganz. Aber geht wahrscheinlich hier runter. Der ist, glaube ich, nicht lang. Und De Rossi hat auch einen echt heftigen Bart. Also ich würde mich jetzt entscheiden zwischen Alonso und De Rossi. Oh, ich glaube, ich muss De Rossi nehmen. Ich glaube, De Rossi hat einen heftigeren Bart als Alonso. Die Entscheidung fällt teilweise echt nicht schwer. Es tragen immer mehr Leute so saftige Bärte. Sie haben Bärte, Leute. Gott muss ein Seemann sein. Und Kockle. Ja, Kockle hat einen besseren Bart, glaube ich, als ein Sonzi. Wir nehmen den mal mit. Wir tauschen hier direkt mal. Haben wir schon mal mehr Chemie. Jungs. Gott muss ein Seemann sein. Sie haben Bärte. Ihr müsst euch mal Santiano anhören. Die Jungs haben einfach nur Seemannskost im Blut, im Urin, im Gesang. Wir nehmen wir mit. Kolasinac, komm, der hat einen guten, gepflegten Bart. Den nehmen wir mit. Und wir haben schon mal echt ein bärtiges Team hier, würde ich sagen. Eine gute Startelf. Und jetzt geht's in die Innenverteidigung. Und hatte, Alter,
Ja, Katja, das ist ganz schön enttäuschend, dass du gewinnst mit so einem Bart. Aber okay, er linkt immerhin. Ist nicht besonders gut. Und jetzt mal wieder so einen richtigen vollen Bart. Oh, Garay hat einen richtig, richtig schicken Bart. Ich meine, Sokrates hat auch einen guten Bart. Aber Garay ist halt echt gepflegter, ne? Garay ist echt gepflegter. Aber er hat halt mehr Bart. Sokrates hat mehr Bart. Wisst ihr, was ich meine? Aber trägt Sokrates immer Bart? Ich google mal. Ja, also jetzt so die Bilder, die ich hier sehe, da hat er eigentlich immer einen Bart. Ich werde mal Sokrates jetzt mitnehmen. Das ist jetzt einfach eine schwierige Entscheidung. Und da nehme ich einfach den, der einfach auch bessere Chemie hat. Auch wenn Garay einen echt, auch einen saftigen, gepflegten, schönen Bart hat, muss man ja sagen. Zabaleta, alter Herrenbart. Oder Sanja, da kann man nicht so viel erkennen, weil es halt Black on Black quasi. Wir nehmen mal Zabaleta mit. Da sieht man den Bart etwas besser. Wenn wir hier tauschen, kriegen wir mehr Chemie. Nee, es bleibt gleich. Es bleibt gleich, aber wenn wir die beiden tauschen, kriegen wir mehr Chemie, oder? Jawohl, 70er Chemistry. Und jetzt der Keeper von der Startaufstellung. Oh, ja, Howard. Wer will hier Howard toppen? Der richtige Baba-Bart. Welcome to the team. Und jetzt geht's hier in die, auf die Reservebank und eine starke Leistung hier. Bale, oh. Nein, es ist, nein, 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 nein. Ronaldo. Es ist das erste Mal, dass ich Striker Ronaldo in einem Draft kriege. Und dann müssen wir Buffon mitnehmen. Es tut so weh. Sorry, Ronaldo. Es tut mir leid. Was? Na gut, ne, es ist halt, wenn man einen Draft mit bestimmten Regeln macht und da kommt es nun mal vor. Hier hat der Einzige, der hier einen Bart hat, ist Özyakub und Azpilicueta. Wer von den beiden hat mehr Bart? Das ist die Frage. Özyakub einfach, weil er Türke ist wahrscheinlich, weil denen ja sowieso immer schon mit 13 die Vollbärte wachsen. Ich würde Özyakub einfach mitnehmen, weil der hat schon ein bisschen mehr Bart als Azpilicueta, kann man schon mal sagen. Und jetzt Vitolo mit einem schicken Bär. Oh, Lukas hat sich einen richtig interessanten Bart hier. Bart, ja. Bart wachsen lassen. Den nehmen wir mal mit. Und jetzt machen wir mal hier schnelle Runde hier. Alter, von den Jungs hat er gar keinen am Bart. Hat Hazard einen Bart? Ich muss mal googeln. Der trägt doch sonst so ganz leichten Bart, oder? Hazard trägt doch sonst einen ganz leichten Bart, oder? Ja, doch, Hazard. Ja, es geht so. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Wendt hat einen blonden Bart. Das zählt nicht. Wir nehmen Hazard mit. Welcome to the team. Zack, die Bohne bringt das dort, wenn wir den reintun. Nee, das bringt hier überhaupt nichts. Robert. Dann machen wir, lassen wir den erstmal auf der Bank. Super Sub. Ich meine, wir haben ja immerhin Zlatan. Movember Card, Zlatan Ibrahimovic. Wir haben Douglas. Der hat schon ein bisschen. Oh, Durmaz, ja. Da führt kein Weg vorbei an dem Jungen. Da führt kein Weg vorbei. Jetzt Snyder. Oh, Snyder hat einen interessanten Bart. Campbell auch. Ich würde sagen, Snyder hat schon ein bisschen besseren Bart. Ich meine, der sieht schon auch mehr gepflegt aus. Bisschen volleren Bart. Oh, ja. Okay. Gar keine schwierige Entscheidung. Fake hier. Welcome to the team. Das ist so ein richtiger ISIS-Bart, den er trägt. Und jetzt geht's weiter mit Traoré. Gutmund. Ja, doch. Traoré hat einen volleren Bart hier. So. Zwar nicht so breit, aber schön flausch. Da will man richtig so wie so eine Ziege hingehen und, ja, wisst ihr schon. Wow, Luis Carlos. Aber, ja, Lustenberger, ne, hat halt wieder so einen blonden Bart, aber der Rest hat auch nicht wirklich einen Bart. Ja doch, Prieto hat schon mehr Bart als Lustenberger. Lustenberger hat so einen obdachlosen Bart, der so überall so ein bisschen gewachsen ist. Deshalb nehmen wir ihn mal mit. Also wir nehmen jetzt ihn nicht mit quasi mal, oh. Ja doch, Eliseo hat schon, der hat hier so... So eine Seemannskrause hat er hier unten, der Eliseo. Und jetzt geht's weiter auf die letzten zwei Karten. Wir haben nochmal Bernard. Ja, doch, Bernard würde ich mitnehmen. Nochmal als Leftback. Hat auch nochmal einen Bart. Ja, so mehr oder weniger, ne? Und jetzt der letzte Keeper. Oh, Ospina aus der Premier League. Der kommt rein. Hat einen schönen, vollen Bart. Und das ist das Draft. Ich werde jetzt mal gucken, was ich hier noch so zusammenzaubern kann aus den Spielern. Und dann sehen wir uns direkt wieder. So, das ist also unser aktuelles Draft. Ist, ja, ich wollte eigentlich Thaddäus hier nicht unbedingt im ZM spielen lassen, aber ich habe niemand anderes. Und noch ein Experiment ist tatsächlich Daniele De Rossi
als Innenverteidiger. Eigentlich habe ich das Problem, dass wenn ich De Rossi schon auf ZDM spiele, ist er mir immer schon zu offensiv. Und jetzt in der Innenverteidigung. Na gut, wenn es nicht klappt, dann wechseln wir halt immerhin Kutscher ein, ne? Also, wir haben noch Hazard noch auf der Bank. Also, wir haben auf jeden Fall ein paar Wechselmöglichkeiten und gucken jetzt noch, welchen Manager wir hier bekommen, der uns doch noch eventuell vielleicht ein bisschen... Oh, scheiße. Ein bisschen mehr Chemie gibt. 84. Ich glaube, das ist hier das Höchste, was geht, ne? Ach, du kriegst die Motten. Junge, Junge, Junge. Wir haben also 84 als... Das Beste, was wir hier kriegen können. Oh, Mama Mia. Doppelt 84, 84er Chemie, 84er Rating. Und ob wir mit diesem Draft weit kommen, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und denkt dran, am Ende gibt es noch die fetten Packs, Leute. Und unser erster Gegner mit 91er Lever, 94er Ronaldo, 89er Hazard im Sturm. Und sonst hinten eben voller Liga. Also kommt schon, ich bin gespannt, was wir mit unserem Movember... Ja. Böser Bescheid. Natürlich, keine Frage, natürlich spielen wir mit dem Movember-Trikot. Das musste ja jetzt sein, nicht? Sehr schöner Lauf von David Silva. Wow, ja. Schön, schön, schön. Und jetzt Juan Bernard. Ja gut, ist halt nur Juan Bernard, ne? Scheiße. Bernhard ist aber auch offensiver als Ibra irgendwie. Das gefällt mir ja auch nicht hier für das ZDM, ne? Heißt also, wenn der Heiner vorne hat. Oh. Wer steht denn da alleine hinten? Sag mal, so gratis. Oh, oh, oh. What the fuck? Pfeift der schon zur Halbzeit und guckt euch das an. Pure Domination. Aber wir kommen vorne nicht durch. Ich glaube, ich muss mal auf Ibra irgendwie drauf machen. Vorne bleiben bei Angriffen, weil sonst, zentral bleiben, weil Garcia hier, Thaddeus Tentakel, der lässt uns gar keine Möglichkeit, irgendwie Pässe zu spielen. Nein, nicht Bernard, nein, hier gegen Isco und dann kommt Garcia raus gegen Eden Hazard. Puh, das Trikot sieht aber auch echt nice aus, muss man sagen, ne? Damn, son. Isco, it's no disco without Isco. 1:0. Guckt euch seinen schönen Bart an. Ja, Junge, du hast ihn es verdient. 1:0. Kaum ist Isco in der Mitte, da gibt's Disco. Nee, ich sag's jetzt nicht. Ibra. Nochmal ein Schuss fake. Und jetzt in die lange Ecke. Nein, der Schuss. Der war ja wie von Henkels unterm Sofa. Aber nein. Ich drücke immer L2, dass die Trickschuss machen. Selbst schuld. Und ja, oh, fuck. Boah, Hazard, Junge. Nein, was mache ich? Ah, was mache ich? Was, Ibra? Hell no. What? Wow. Wow, wow, wow. Okay. Ja, da ist das Spiel auch vorbei. Letztendlich war unser Gegner eigentlich nur einer von vielen wie dieses Jahr, der hinten drin nur gemauert hat. Also gucken wir uns einfach mal die Stats an jetzt gleich. Und hier seht ihr mal 7:1 Schüsse aufs Tor und 60-40% Ballbesitz. Bringt das auch nicht, wenn ihr nichts nach vorne schafft, wenn ihr nur mauert. Ne? Also, Runde Nummer 2. Runde Nummer 2 ist angesagt und wir kommen gegen 4-1-2-1 zu. Voller Liga, wie man es kennt. Mit La Pulga und Disco Isco sogar im Sturm. Sehr schön. Ah, shit! Der Pass kam so weit nach außen, dass ich gar keine andere Möglichkeit fast hatte. Nein! Um verdammt nochmal zu spielen. Und dann der Klassiker, dass man ein Gegentor kriegt, wollte ich gerade sagen. Junge, wir spielen schon wieder gegen Defensivhausen. Und Jesus Christ, habe ich gerade Glück gehabt. Hell nah! Mach ihn, Tangle-Tangle-Bob! Nein! Ja! Kogle! Alter, es ist hier so ein Gestruggle vor dem Ding an Tor! Aber er macht ihn zum 1:0 in der 34. Ich habe aus dem noch L1 gedrückt, deswegen hat er den so mehr oder weniger gechippt!
Und jetzt guckt es euch an, er drückt Pause und wird zu 99% quitten. So wie ich das hier voraussagen kann. Gib ihm noch eine Sekunde und dann ist er raus. Ja gut, habe ich jetzt gesagt, er wird quitten. Ich meinte Orangen. Er wechselt erstmal Messi in den Sturm ein und bringt Costa und Lukas. Okay. Oh ja. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Zur Halbzeit will ich jetzt keinen kriegen. Zur Halbzeit. Wir haben keinen Schuss. Wir haben keinen Schuss aufs Tor. Ach so. Ach so. Okay. Ja. Gut zu wissen. Ich muss hier rumpassen, hinher, weil die einfach nicht aufmachen hinten. Die stehen hinten drin wie sonst was. Ich meine, die sind ja hinten, aber weißt du, die machen halt trotzdem nicht auf. Die mauern weiter und mauern und mauern und mauern. Ja klar will ich da hinspielen und nicht zu dem, der da im Rückraum steht. Warum auch? Gibt doch gar keinen Sinn, mein Junge. Eden. Der kann ihn auch so in die lange Ecke reinmachen. Oh, ganz knapp vorbei und jetzt drückt er schon wieder Pause. Ach so. Ja klar. Rami macht so eine Dinger. Hallo, das ist Rami. Das ist Rami, ein Innenverteidiger. So, ich gucke jetzt nach, wie viel Schuss der hat. Adil Rami, 82er Centerback. Der Franzose spielt aktuell bei Sevilla und hat einen Schusswert von 54 mit einem Longshot-Stat von 58. Kann man mal machen. Und wir gehen in die Verlängerung, Alter, habe ich gar... Wir haben 0 Schüsse aufs Tor. Was ist denn mit den Stats los? Wir haben nicht im Ansatz 0 Schüsse, also bitte. Oh, 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 ich habe den drin gesehen. Ja, definitiv, Alter. Kokle wieder. Nee, oder? Snyder. Komm, überlauf, Junge, überlauf. Guck, du hast es, Kokle. Nein, egal. Ich bin nochmal zurückkommen. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal auf Ibra. Und Ibra in die lange Ecke. Ach, ein Pass wahrscheinlich wieder zu viel. Oder was? Und jetzt werden wir klassisch ausgekontert. Na, ah. Please, na. Ja, Ibra, 2-1. Durchgestruggelt. Ich dachte vorhin schon, ich wäre einmal durch und dann war da einfach noch eine ganze Abwehrreihe, die ganz hinten steht. Aber jetzt ist das Ding. Oh, nee. Eigentlich gefällt es mir nicht, weil ein Ding, jetzt ist der Gegner noch mehr angezeckt, ein Tor zu machen. LOL. Wann habe ich das letzte Eckentor gemacht? Ich kann mich nicht entsinnen, aber Ibra war so frei, den musste ich anspielen und der macht den. 3-1, jetzt könnte das aber endlich mal durch sein hier. Der carried uns schon wieder, der Zlatan, und der Gegner hat aufgegeben. Yes! Und da ist der Sieg, Leute. Wir holen die nächste Runde mit 3-1. 2 Toren Ibra in der Verlängerung. Hazard holt sich echt noch den Man of the Match. Also war ein ganz schön anstrengendes Spiel, aber wir haben es geschafft. Runde 3 dürfen wir gegen ein 4-4-2 Freestyle. Mit Gray Sturridge und einem Silberspieler. An sich nicht schlecht. Er hat das Beste, glaube ich, draus gemacht, was er gekriegt hat. Jetzt bin ich gespannt. Der Gegner wird, glaube ich, im Gefühl habe ich es, dass er nicht schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Boah, Ibra ist frei und macht den... Digga, Ibra, lange Ecke. Ich habe doch lange Ecke gelenkt. Ja, hat er keine Lust. Komm schon, Ibra, wenn du den reinmachst, dann liebe ich dich auf Jahresnehmer für nein. Boah, Alter, war nicht schlecht, ganz ehrlich. Alles oder nichts? Alles! Yes! Direkt jetzt da, dagegen direkt mal ein Tor schießen jetzt. Roulette vorbei. Oh, er wartet stark und jetzt aber... Oh, oh, gut verteilt. Gut, muss ich sagen, gut verteilt ist schon schlecht angegriffen. Ja, aber mehr gut verteidigt. Schieß direkt! Er nimmt ihn an. Ich glaube, ich werde welk. Oh, why the fuck lässt du dich wegpressen, Ibra? Du gehst doch nicht umsonst jeden Tag Bank pressen. Bank drücken, Mautz.
Nee, dann werden wir ausgerannt. LOL. Isco, Disco, Party, Party. 1-1. 40. Minute. I like that. Schönen Scoop-Turn gemacht. Whoop. Und die richtige Richtung auch. Und dann lässt er den einen. Sehr schön, Disco, Isco. Überall ist durch. Und er kommt mit dem Keeper raus. Er kommt mit dem Keeper raus. Kommt in die lange Ecke. 1. Er könnte... Ich sagte, er könnte sitzen. Ich meinte... Der könnte... Ich gehe mich ritzen. Also, oh, war der im Dreiangel oder war der im Dreiangel? Das muss ich... Alter, mit Liebe. I like that. Und natürlich, wie man es nicht anders kennt, direkt nachdem man eins gemacht hat, geht dann auch eins vom Gegner rein. Natürlich. Ah, ja, ist klar, FIFA. Oh, da pfeift er das Ding ab und wir gewinnen mit 2-1 und sind damit im Finale. Juan Bernard mit 9,4. Nicht schlecht, Junge. Zauf ins Finale. Alter, unser Gegner im Finale. Inform, Striker, Lewandowski, Ronaldo, Robben, Hazard. Yo, crazy. Komm, Raul Garcia. Wo bist du, Ibra? Und jetzt lange Ecke, Ibra! Oh, knapp. Ich hätte so lange den Ball halten können. Das wäre das frühe Ding gewesen. Jetzt aber nochmal Ibra. Und jetzt aber lange Ecke. Ganz entspannt. Wow, den muss ich reinmachen. Jetzt aber Zappa. Ich bin... Alter, ich weiß selbst nicht, was ich hier gerade mache. Jetzt aber. Den mache ich mit Liebe. Ja! 1-0. Ibra the Old Man. Mr. Moustache. Let's go! 1-0 im Finale! Und alle haben natürlich dasselbe Trikot an, weil der Verein nur dieses Trikot hat. Und deswegen jubeln wir alle im selben Trikot. Und jeder Fan hat ein Trikot. Und was passiert jetzt? Ich würde den Gegner so einschätzen, dass er rausgeht. Ja, er geht raus. Er geht raus. Weil ich habe schon gesehen, so einer würde sonst nicht ins Finale kommen, so wie der spielt. Aber die Frage ist jetzt, was? Ah, da ist es. Da ist er! Da ist er. Und so leicht holt man sich dann doch leider den Draft-Sieg. Ich bin echt enttäuscht darüber, dass sie das noch nicht rausgepatcht haben. Muss ich ja echt sagen, weil ich habe alleine schon letztes Mal das 1,88er Draft habe ich in 15 Minuten wieder gewonnen, weil die Leute mal jedes Spiel wieder gequittet sind. Es ist einfach nur nervig wie die Pest. Ich meine, klar, es ist vielleicht gut für manche, toll, jetzt kriegen sie mehr Rewards, kriegen bessere Packs und sowas, aber hey, das ist einfach, es verfehlt den kompletten Sinn vom Draft, sodass man nie verlieren kann und dass man sozusagen nie rausfliegt und das finde ich persönlich einfach nur scheiße. Wir kriegen ein Rare Gold Pack, Premium Gold Players Pack und ein Mega Pack, das ist glaube ich ein 50k-Set. Also jetzt gibt's ein richtig, richtig fettes Pack-Opening. Denn wir haben ja noch die Packs von davor, vom vorherigen Draft-Sieg. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz ruhig hier an mit einem seltenen Gold-Set. Und das ist ein 7,5K-Set, glaube ich. Oder ist es ein 15K-Set? Wir kriegen Gradel im ersten Pack. Was ist das für ein Pack? Ich glaube, ja, es ist ein 7,5K-Set. Genau. Mit was machen wir weiter? Ich würde sagen, wir machen mit einem Rare Gold Pack. Und wir nehmen nochmal Premium Gold Spieler Set. Jetzt erstmal nochmal das 15k Set. Glaube ich, wenn ich mich nicht entsinne. Und wir kriegen Saponara. Ja, nicht so der Burner. Ne? Das muss ich sagen. Korea noch dazu. Und sonst eigentlich nur Spieler, die man alle für Squad Builder Challenges benutzen kann. Jetzt geht's an die großen Packs. Und jetzt kommen erstmal die drei Rare Gold Packs. Und ich will einmal, dass es lange lädt oder ein großer Flair kommt, dass wir mal einen High-Class-Spieler kriegen. Aber wir kriegen immerhin Kurt Zuma. Der ist, glaube ich, trotzdem ein paar K wert, wenn ich mich nicht irre. Heller und Kampel dazu ist jetzt nicht so der Burner. Alt, wow. Wow, wow, wow. Fast was wert. Aber immerhin 3K oder sowas. Ich meine, haben oder nicht haben, daran muss man immer denken. Und jetzt geht's weiter. Nächstes Ray Goldberg. Komm, lad mal lang. Ich will meinen ersten Walkout einmal kriegen, bitte. Ich hatte noch keinen einzigen Walkout gehabt dieses Jahr. Und wir ziehen Jardel.
Meine Güte, das Pack ist auch nicht der Burner, ne. Das Gute an der Sache ist, wir haben immer noch ein Pünd... Ne, das ist kein 50k-Set. LOL, das ist gar kein 50k-Set. Ja, dann, komm schon. Boah, weil das... Ich krieg die Krise, Junge. Baumann, Topal, boah. Ach, Mann. Komm schon, ey, gib mir meinen ersten Walkout, einen Inform oder einfach nur einen teuren Spieler, komm schon. Oh. Oh mein Gott, wir hatten keinen einzigen Spieler in den ganzen Packs über 83. Also, da muss man echt mal sagen, die Packs, die waren absolut scheiße, um nicht zu sagen richtig, richtig Kacke. Wenn euch heute dieses Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann bin ich raus für heute. Und ich sage noch ein Wort. Haut rein.